Ja, der Talimkurs, unser Tafsir-Kurs, ist natürlich das Herzstück von Tayyiba, von unseren Aktivitäten, ob jetzt Arabischkurs, Tajwidkurs. Ja, alles dient ja letztendlich dem einen Ziel, dass man den Koran gut lesen kann und gut verstehen kann. Ja, also, und darum geht es halt direkt, gezielt, ohne Umwege im Talimkurs, dass wir direkt versuchen, den arabischen Text zu verstehen. So zu verstehen, wie er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt wurde, wie die Sahaba ihn verstanden haben, ist natürlich ein Riesenanspruch, möge Allah uns dabei natürlich beistehen, aber das ist das Ziel, das Kernstück vom Talimkurs. Und wir machen ja jetzt im September bei Juz 4 weiter. Juz 4 und 5 werden wir in diesem Modul durchnehmen. Ganz, ganz interessante Themen: Familie, Gerechtigkeit, die Anzeichen der Heuchler. Ganz, ganz interessante und auch wirklich potenziell lebensverbessernde Themen, meiner Meinung nach. Also, und Quereinsteiger sind wirklich willkommen. Klar, man will natürlich immer gerne von Anfang das machen, von Surat al-Fatiha an alles lernen. Könnt ihr auch. Man kann sich für so einen Pass anmelden auf unserer Website. Das könnt ihr dann nochmal erfragen. Aber ich würde auch empfehlen, wenn man live mit einer Gruppe mitlernt, ist das was ganz anderes. Ist ein ganz anderer Segen da drin. Man ist motivierter, man bleibt dran. Man motiviert sich gegenseitig. Es sind Live-Unterrichte, macht natürlich auch was aus. Dann hat man den Druck, das bis zur nächsten Woche nachzuholen und bleibt einfach dran. Das ist meine Erfahrung, dass die Leute eher dranbleiben, wenn sie sich einer Sache verschreiben. Ist ja immer so. Und deswegen Quereinsteiger sind willkommen. Ja, jede neue Aja ist ein neuer Gewinn. Klar, man muss dann, vielleicht braucht man ein bisschen mehr Zeit als die, die schon länger dabei sind, um sich einzufinden, eine Routine zu finden. Aber es geht ja hier auch um den Koran. Ist ja auch was sehr Wertvolles, was man dann bekommt. Und dafür sollte man keine Mühe scheuen. Und ja, ne, viele sagen ja dann auch immer, ja, ich mache das, wenn das und das und wenn das an das. Ich weiß nicht. Also ich sage immer, das Leben wird nicht leichter. Ja, also wenn ihr so gesegnete Leute kennt, die deren Leben von Jahr zu Jahr immer leichter wird, dann würde ich auch mal gerne kennenlernen. Aber ja, normalerweise kommen mehr Verpflichtungen dazu, mehr Verantwortung kommt dazu, Kraft lässt nach mit dem Alter. Also leichter wird es nicht. Ja, das heißt nicht, dass man jetzt, ne, mit der Brechstange jetzt unbedingt den Kurs machen muss. Soll schon passen, klar. Aber hier und da ein bisschen motivieren, hier und da ein bisschen auf andere Sachen verzichten, um eben den Koran richtig zu lernen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Handel, den man machen würde.